Herzlich willkommen bei Fitoriel. Ich laufe hier gerade mit meiner schönen Urlaubsbegleitung zum Abendessen und habe mir gedacht, wäre noch mal Zeit für ein kleines Motivationsvideo. Und mir ist eingefallen, eine Sache, wie ich mich immer wieder für sportliche Aktivitäten motivieren kann, ist kleine Mini-Challenges, ganz kleine Sachen. Das ist jetzt zum Beispiel heute so gewesen, wir wollten Abendessen gehen und wir hätten jetzt einfach zu der Location, wo wir Abendessen gehen, auch mit dem Auto fahren können. Ich habe gesagt, nee, komm, lass uns diesen 20 Minuten, eine halbe Stunde Fußmarsch einfach durchziehen. Dann haben wir bis dorthin noch ein bisschen was geleistet. Es ist nicht viel, es ist einfach nur ein Fußweg, aber das sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Und so mache ich das eigentlich immer den ganzen Tag, dass ich mir so kleine Sachen, sei es, ich komme irgendwo hin, wo es eine Treppe gibt und einen Aufzug. Ich nehme die Treppe. Ja? Oder ich sehe eine Treppe mit ganz, ganz vielen Stufen und sofort springt bei mir irgendwie so dieser Gedanke an, eine kleine Competition draus machen. Wie schnell kann ich da jetzt kurz mal hochsprinten? Das ist natürlich auch, das wird immer besser, je fitter ihr seid. Deswegen lohnt es sich auch so sehr, fit zu sein, weil es einfach Spaß macht. Du hast immer wieder kleine Sachen, wo du sagst, oh cool, kann ich da jetzt gerade mal langrennen? Kann ich da hochspringen? Je fitter ihr einfach seid, desto besser funktioniert das. Ich motiviere euch auch nochmal gerade mit der Location. Die ist auch nicht schlecht hier. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, Sinan, im Sommerurlaub mache ich auch gerne den Spaziergang. Aber es gibt auch diese Challenges, selbst wenn es irgendwie nicht so gutes Wetter ist und nicht schön ist. So, es regnet draußen, aber ihr sagt euch, komm, ich ziehe jetzt meine Regensachen an, ich nehme das Fahrrad und fahre jetzt irgendwie, mache mir eine 20 Kilometer Route oder so. Und das Krasse dabei ist wirklich immer so dieses kurz davor, es sich einfach mal überlegen. Im Kopf einmal festmachen, so, was will ich machen? Und in dem Moment, wo ihr das schon mal so einmal im Kopf einfach formuliert habt, habt ihr eigentlich schon die halbe Miete. Dann zieht man es in der Regel nämlich einfach durch, beziehungsweise dann ist die Hürde aufzugeben einfach größer. Ja, und ich merke es immer wieder, das sind so diese Kleinigkeiten, die ich mir selber immer als Aufgaben stelle. Deswegen merke ich auch häufig gar nicht so sehr, dass ich so viel Sport mache oder ich empfinde das gar nicht so sehr als Sport, weil ich einfach ja, immer wieder so kleine Sachen habe. Natürlich mache ich auch krass viele Workouts, das will ich mal nicht verschweigen, aber ich bin auch häufig noch ein Kind, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn ich irgendwo einen Spielplatz sehe, ist mir egal, auch wenn man da eigentlich mit meinem Alter nicht mehr drauf soll. Ich gehe auf den Spielplatz. Ich will irgendwie noch mal ein paar Klimmzüge machen, will aufs Klettergerüst, ich will eine Runde schaukeln. Einfach so Kleinigkeiten. Oder ich sehe eine kleine Mauer, das hat man früher auch immer gemacht. Du siehst eine kleine Mauer und denkst, ey komm, da balanciere ich einfach lang. Und je fitter ihr werdet, je mobiler, je gesünder und so weiter, desto mehr werdet ihr feststellen, gibt es so kleine Challenges, die man immer wieder auf sich nehmen kann. Und ich muss gerade nochmal schon wieder stoppen, also die Location hier ist schon wieder der absolute Wahnsinn. Das motiviert auch, muss man auch ehrlicherweise zugeben. Also mein Tipp an euch, sucht die kleinen sportlichen Herausforderungen jeden Tag, egal wie klein sie lächerlich sie vielleicht auch wirken, macht sie einfach. Seid wie ein Kind, macht sie einfach, klettert da lang, rennt da lang, sprintet mal irgendwo hin. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich gerne so mich fit halte, damit ich diese ganzen kleinen Sachen, Challenges und so einfach immer wieder auch wahrnehmen kann. So, jetzt freue ich mich schon auf mein Essen, was ich mir heute verdient habe. Ich habe eben im Übrigen noch so eine kleine Mini-Challenge gehabt, bei relativ starkem Seegang, also viel Wellen, wollte ich unbedingt 3-4 Mal hin und her in so einer Bucht schwimmen. Auch wieder mir vorher klar gemacht, durchgezogen und ja, so kommst du letztlich auch irgendwie auf dein Workout, ohne dass es sich letztlich wie ein Workout anfühlt. In diesem Sinne, gutes Training, bis demnächst.